Die Fans der Offenbacher Kickers haben offenbar einen neuen Liebling. In den letzten drei Auswärtsspielen erzielte er 3 Tore und auch beim 2:0 Erfolg im Hessen-Pokal-Halbfinale traf Markus Heyer für den UFC. Die Nummer 11 der Kickers mag es selbst auch kaum glauben, dass die Anhänger des UFC eigens ein Lied für ihn komponiert haben. Hätte ich mir auch nicht vor ein paar Wochen folgen müssen. Dann kommen die Dinger halt von außen, die Flanken, und dann nimmt man die halt und irgendwie gehen sie natürlich rein. Auch Trainer Ari van Lent freute sich mit dem 26-Jährigen. Hervorragend. Also sogar, ich habe es auch noch nie gehabt, dass in kurzer Zeit OEC oder die Kickers-Fans total in eine High Mania verfallen. Und das ist ja schon lustig, aber es hat er sich im Moment auch verdient. Das tut ihm richtig gut. Und wir freuen uns alle, das ist das Schöne daran. Fakt ist, dass er in Regensburg ein gutes Spiel gemacht, 2 Tore, wo dann alle eben, ja, man sieht es, viele Steine von der Schulter oder vom Herzen, alles gefallen ist, was es mal gibt. Aber ich denke mir auch, seitdem hat er geht voran jetzt mit sehr viel Fleiß und gewinnt fast jeden Kopfball. Also die Mannschaft fühlt sich wohl mit ihm, weil er nie aufgibt, und ja, ich freue mich für ihn. Ja, war ein harter Kampf. Wir sind sehr gut reingekommen in die Partie, haben recht gut Fußball gespielt, hatten viel Ruhe, haben dann auch die Chancen gehabt und dann endlich das 1:0 gemacht. War super von Markus Heyer, trifft zurzeit alles, was er kommt. Dann haben wir eigentlich gut weitergemacht, können dann das 2:0 machen. Und dann haben wir irgendwann in der 30. Minute das Spiel aus der Hand gegeben. Haben dann ein bisschen ums 1:1 gebettelt und haben dann zum Glück in der zweiten Halbzeit relativ schnell das 2:0 gemacht. Dann sind wir besser geworden, aber es war trotzdem kein gutes Spiel. Aber im Pokal ist es egal, es reicht, 2:0 gewonnen und ein bisschen weitermachen. Ja, das passt doch. Die Mannschaft hat sich in den letzten 3-4 gesteigert, dank auch ihm. Und ich freue mich für ihn, weil der wirklich jetzt an sich gearbeitet hat, 3/4 Jahr, hat auf seine Chance gewartet. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres im Fußball, wenn solche Geschichte dann gibt. Und für uns ist es natürlich auch hervorragend, der hilft uns weiter. Und von mir aus wünsche ich ihm noch viel Erfolg und dass er weiter so für uns macht. Die Mannschaft, die macht die Fans dann noch heiß. Die haben da von dem Lied gehört und dann haben sie angestimmt gerade und die Fans hörten gar nicht auf gerade. Ich weiß nicht, wer auf so ein Lied kommt, aber das ist natürlich ein super Gefühl. Die Kickers stehen damit im Finale des Hessen-Pokals und treffen dort auf den Verbandsligisten FC Eder-Bergland. Also das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel informiert. Uns war wichtig, jetzt nach dem Samstag-Erfolg heute auch hier zu gewinnen. Und jetzt konzentrieren wir uns besser auf Saarbrücken und dann schauen wir mal weiter. Und vielleicht singen da die UFC-Fans wieder Lieder über den UFC und Markus Heyer.